Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen weiteren Folge von The Forest. Ja, ich habe jetzt, wie soll ich sagen, ich habe jetzt mal ein bisschen am Rechner eingestellt, dass die Mikrofonlautstärke nicht so hoch ist. Mit dem gewünschten Erfolg, also ob es klappt, weiß ich jetzt nicht, aber halt mit dem gewünschten Erfolg, dass es das Rauschen vermindert. Und zwar ist meine Mikrofonlautstärke jetzt am System eingestellt auf 1%, genau. Auf 1% und ich muss mal gucken, wie sich das in der Aufnahme her auch auswirkt. So. Wir wollten dieses Effigy da von uns fertig machen. Fertig bauen. Dafür brauchen wir aber noch einen Kopf. Oh, da liegt einer. Der lag das letzte Mal nicht da. Das heißt, das ist unser Mann. So müssen wir jetzt haben. So, und dann. Ups. Na, komm. Soweit geht es uns ja jetzt erstmal wieder gut. Hier ist niemand. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, dann bauen wir das jetzt mal fertig. Und da brennt's. Ha! Haben wir ja gut gemacht. So, diesen Erfolg werden wir jetzt erstmal speichern. So, und dann wollten wir gucken, oder ich wollte zumindest gucken, wie es da hinten aussieht mit der, da was wir da am Wasser gesehen haben. Dieses Ding da halt, ne? Wollten wir ja mal gucken. Letztes Mal sind wir ja drauf gegangen, diesmal werde ich da am Wasser entlang schwimmen. So dass denn die Eingeborenen da vielleicht nicht mehr sind oder kannibalen. So, ich hoffe nur, dass die ganze Aufnahmesache jetzt nicht zu leise wird. Lauter sprechen als vorher kann ich nämlich nicht. So, dann laufen wir mal hier lang, ein bisschen die Ausdauer beibehalten. So. Ja gut, also bis jetzt sieht es ja schon einigermaßen super aus. Hier scheint keiner weiter zu sein. Das macht mich gerade unheimlich glücklich. So richtig glücklich macht mich das. Ich könnte in Tränen ausbrechen. So. Kann sein, dass das Schiff immer an derselben Stelle jetzt stehen bleibt. Also das Boot besser gesagt. Weiterhin müssen wir gucken, dass hier nichts weiter ist. Oh Mann, da haben wir uns ja was vorgenommen. Na gut, nehmen wir mal mit. Und ich bin schon wieder heiser. Wartet mal, ich beende mal kurz die Aufnahme. So, und da bin ich auch wieder. Mal kurz geräuspert, habe ich zwar jetzt mehrere Aufnahmeschnipsel, aber auch egal. So, da sind Schildkröten. Haie sehe ich hier soweit nicht. Okay. Eingeborene sehe ich dort auch nicht. Die beiden auch nicht. Was ist denn das da oben? Das ein Baum oder? Da gehen wir auch gleich mal gucken. Jetzt erstmal werden wir hier die Dinger inspizieren. Okay, ich sehe hier keine Haie. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, dann würde ich mal sagen, es sind
hoch. Ups, bleib mal oben. Nö, scheinbar nicht. Nö, wir kommen da nicht hoch. Ich denke mal, wird bei den anderen gleich sein. So, wir gehen jetzt aber mal darüber. Da war ja irgendwas im Grat, irgendwas Komisches haben wir ja gerade gesehen. War ein Baum oder sowas. Aber der sah komisch aus. Den wollte ich mir jetzt auch mal angucken. So, hier sind wir ja das eine Mal gestorben. Die Küste sieht soweit noch in Ordnung aus. So, dann wollen wir mal hier hoch. Das da war's, ne? Scheint einfach nur ein Baum zu sein. Na gut, so jetzt wo wir das erledigt haben, können wir ja hier wieder runter. Ach nö. Na komm her. So, und jetzt machen wir uns mal leicht dezent vom Acker. Warte mal, Futter. Da haben wir noch ein bisschen. Okay, da ist nichts weiter gewesen. So. Ach, ich glaube übrigens, die Flaschen verbrauchen wahrscheinlich weniger Kraft, wenn wir damit zuschlagen. Kann das sein? Wäre das möglich? Weil wenn die, sind wir hier richtig? Wir müssen erstmal rüber. Weil wenn wir die Federn drauf machen, wird es ja schneller. Wenn wir Zähne drauf machen, steigt der Angriff. Und das Alkohol an sich, das macht er eigentlich, gibt es ja Energie wieder. Das heißt, es wäre doch logisch. Oder da ist schon wieder Vieh. So ein Typ. Wäre doch zumindest denkbar, dass die Flaschen wiederum zwar die Energie nicht auffüllen, aber wenigstens reduzieren. Das denke ich mir jetzt auf jeden Fall so. Ob es nun stimmt oder nicht, weiß ich nicht. So. Dann würde ich mal sagen, jetzt egal, wir rennen nach Hause durch. Ja. So, dann bin ich mal gespannt, ob hier jetzt die Party langsam abgeht vor unserer Tür. Ich weiß zwar nicht, wie viele Tage wir jetzt schon überstanden haben, aber einige wenige waren es ja doch schon. Wir machen jetzt erstmal noch unser Ifiti-Ding an. Und gehen schnell nach Hause. Machen das nächste an. So, und natürlich die normalen Fackeln. Wir können es uns ja leisten. Und ich würde gerne wissen, ob die wirklich hier nicht weitergehen. Also, dass wir wirklich in Sicherheit sind. Oder eben nicht. Das interessiert mich auf jeden Fall. Nicht, dass sie denn auf die Idee kommt, doch durchzulaufen, weil wir haben ja gesehen, an dem einen Aufnahmetag, da sind die ja wirklich im Wasser gewesen, um mich auszunocken. Und, ups, und das verunsichert mich gerade ein bisschen, was hier an und für sich diese Stelle hier angeht. Na. So, da ist ein Vogel. Okay. Da scheint es auf jeden Fall gerade ruhig zu sein.
Essen müssen wir eigentlich nicht. So, jetzt ist dort natürlich der Mond. Na jetzt. So. Nee, hier tut sich immer noch nichts. Na, das ist ja jetzt auf jeden Fall spannend. Wollen wir für die Nacht durchmachen? Beziehungsweise. Ach, ich weiß nicht, komm, wir gehen hier jetzt einfach runter. Obwohl, was können wir eigentlich noch so bauen? Wir können ja mal gucken, was wir hier so machen können. Wir können na, so ein Stickhalter können wir basteln. Die Frage ist nur, wohin? Geht, dann passt denn wieder das dahin. Ach, uns fehlt noch wieder einer. Da ist es immer noch ruhig. Dann, wenn wir da die Sticks haben, Steine, ich weiß nicht. Sag mal, was flackert denn da durch die Tür? Ach so, alles klar. Ist eigentlich nur die Farbe von der Tür. Im Wasser. Wollen wir da gegen mal nichts sagen. Was haben wir hier? Ein Medizinschrank ist das, glaube ich. Ein Waffenrucksack. Nee, Waffenschrank. Egal, was auch immer. Und Snackbar. Na gut. Wobei, die kann man ja wirklich. Die brauchen wir dahin. Die braucht aber Lux, ne? Und dann hatten wir hier noch so ein Medizinding. Können wir natürlich auch daran knallen. Dann können wir uns hier so ein bisschen häuslich vorbereiten auf irgendwas. Explosive oder was auch immer das sein soll. Waffen, ja, ne, glaube ich nicht. Und dann halt schon wieder auf. Stickmaker. Scheint was zu markieren, so Climbing Rope, was auch immer das sein soll. Skylampe. So, da brauchen wir auch noch drei Stickies für. Und dann, was haben wir noch? Dekoratives. Wie viel brauchen wir dafür? Ach so, das ist so ein Teppich. Da wollen wir. Und wollen wir, können wir. Ach komm. Gut, und was können wir noch machen? Das ist eine Falle. Na gut, das reicht erstmal. Wir gehen nochmal unseren Dings hier hoch und gucken mal. Ganz schön hell hier geworden auf einmal. Nirgendwo was, ne? Na gut, langsam haben wir aber auch Hunger. Ups, wo stehen wir denn hier? So, dann können wir jetzt langsam doch mal was essen.
Und dann legen wir uns noch mal kurz hin und dann sammeln wir Materialien. Oh, das war ein Vogel. So, dann schlafen wir mal. Was zum? Wir trinken jetzt mal was. Einen Moment. So, die Aufnahme gerade wieder unterbrochen. So, jetzt sprechen wir mal schnell. Musst du mich halt räuspern? Warum? Warum kam gerade dieses Signal? Ich sehe hier wirklich nichts. Warum kam das Signal, wenn ich hier nichts sehe? Wir versuchen es nochmal. Okay, diesmal hat es geklappt. Komisch. Dieser übertriebene Sound, der macht einen ja schon ein bisschen panisch, muss ich zugeben. Mitten aus dem heiteren Nichts. So, jetzt aber für den Anfang. Ich versuche mal hier rüber zu laufen, dass wir ein bisschen besser Richtung Strand gucken können. Ah, es hat geklappt. Sieht sauber aus. Gut, dann machen wir jetzt mal die Regale und so weiter. Also an diese Melodie von ach ist ja, naja gut, egal. An diese Melodie von diesem, du kannst nicht schlafen, weil wir sind gerade hier. Die Luft ist total rein. Die ist so richtig, richtig, richtig rein. Andernfalls, wir wollten ja mal gucken. Ob die uns folgen, wenn ja, wie weit? Okay, den haben wir jetzt eine gegeben, aber die Frage ist, inwiefern hat uns das jetzt geholfen? Ich glaube, die haben kompletten Dampfer gemacht. So, ich muss mich mal kurz momentan hinsetzen. So. Ups. Ich weiß nicht, ob die jetzt komplett weg sind. Sind wir schnell fertig. So. Jetzt haben wir einen kleinen Baum im Feld. So, die Sticks und weiter bauen haben wir jetzt erstmal. Bauen wir gleich mal ein, dann können wir an den beiden schon mal ein bisschen was sammeln. So, das ist fertig. Das auch.
So. Können wir hier schon mal ein bisschen was reinpacken, oder? Haben wir noch welche? Oh Gott, mein Bein ist eingeschlafen. Das ist so nervig. Nein, haben wir nicht. So. Dann geht's hier wieder weiter. Aber bis jetzt haben wir ziemlich lange überlebt. Also gut, wir sind mal gestorben, aber ich meine jetzt insgesamt so. Sind wir trotz Bedingungen sehr gut davon gekommen. So. Was wo? Von wo? Gott, jetzt pfeifen die hier schon irgendwo rum. Und man kann die nicht mal lokalisieren. Vom Strand wahrscheinlich, oder? Ich will doch nicht in den Stein rein, ich will rauf. Das ist so ein bisschen nervig. So, wo sind die denn jetzt? Ich will es zwar nicht riskieren, aber wir machen es jetzt trotzdem. Ich habe das Gefühl, als wenn die ganze Zeit nur pfeifen. Der Baum ist tot. Okay, die sind jetzt voll. Gut, da weiß sie. Ich weiß nicht, ob ich die sehe. Vielleicht sehe ich schon das Gespenster. Vielleicht höre ich die auch nur. Oh, Gespenster. Gut, wir werden das jetzt erstmal versuchen. So dreist wie wir sind. So. Ist natürlich alles schön leise, damit wir nicht entdeckt werden. So. Und dann nehmen wir hier nochmal so ein paar. Hä? Hinter uns müsste doch jetzt so ein Teil noch gewesen sein. Oder auch nicht. Hä? Kapier ich nicht. Egal, so, wo ist der Rest? Da. Und dort sind dann noch drei. Okay. Zack. Und drinnen sind wir. So, Energie. War das so? Nee. So? Nee. So? War aber nur Heilung, keine Medizin drin. So. Aha. Okay. Weil ich nicht weiß, wo die gerade sind, müssen wir das leider so machen. So, einer. Zwei. So. Jetzt sieht so aus, als wenn wir noch ein paar Bäume brauchen. Eieiei. Ups. So, und jetzt haben wir noch den letzten Baumstamm. So, wo ist der? Der ist da.
müssen wir gleich nochmal einen Baum fällen. So, jetzt kann er erstmal wieder verschnaufen. Okay, der braucht jetzt nochmal einen Haufen. Der braucht ein, zwei, ich würde sagen, der braucht nur vier Baumstämme. Sicher bin ich mir da aber nicht. So. Dann holen wir uns jetzt den nächsten Baum. Oh Gott. Da ist schon wieder ein Toter. Wir müssen langsam echt immer weiter rein in den Wald. Das gefällt mir mal gar nicht. Wir nehmen gleich den großen hier. Einfach weil wir es können. Und weil wir können, wie wir können, machen wir, was wir können. Nein, nicht in die falsche Richtung. Es war immer noch die falsche, aber nun gut. Ich habe mir so ungefähr hoffentlich gemerkt, wo lang die gefallen sind. So. Oh Gott. Na, nicht, ja. Ah, wie der braucht einen Baum für. Oh shit, ey. Das ist doch. Ist doch Quälerei. Oh, da hinten sind sie wieder am Strand. Jetzt müssen wir uns wirklich leicht beeilen, dezent. Wo sind die. Wo ist der Baumstamm hin? Hier müssen noch welche gewesen sein. Och nö, tut mir das nicht an. Och nö. Wollt ihr mich wirklich so fertig machen? Hallo. Das gibt's nicht. Die sind hier lang gefallen, ich weiß es. Da sind sie. Da. Ist einer? Und wo ist. Schnell nach Hause. Oh Gott, das, nee. Ich bin der Meinung, da müsste irgendwo noch einer sein, aber ob wir den finden, ich weiß es nicht. Was war das gerade für ein Ton? So, sind die immer noch da? Halt, na los. Ja, da ist einer. Was blinkt denn da hinten? Was warum hat nur getäuscht? Okay. Oh Gott. Sind das noch die von vorhin? Hier wird ganz komisch, wenn ich dran denke, dass da in der Richtung irgendwo der letzte Baumstamm ist. Ich tue mal so, als wäre ich mutig, schnell wie ein Pfeil. So, oder? Oh Gott. Kann der nicht einfach hier vorne irgendwo sein? Scheinbar nicht. Das ist echt mies gelaufen, muss ich ja schon sagen. Ich sehe den hier nicht. Gott, ist das doof. Und dann laufen die genau da lang. Hahaha. Oh, da ist er. Das war gerade Glück, dass sie uns über den Weg gelaufen sind, sonst hätten wir den Stamm hier nicht gekriegt. Der hört auf zu pfeifen, ihr habt mich nicht gesehen. Gott. Ich sterbe hier noch einen Herzinfarkt. Beim Let's Play. Schlimmer, das merkt keiner, weil denn das Video niemals rauskommt, ne? So, die wollten wir ja auch mal ablegen hier, wie die 10. Okay.
Ja, jetzt sind die hier vorne. Wir nutzen das nochmal, um uns anzugucken, wie weit die laufen können. Halt aber nicht so. Keine Zeit für ein Lagerfeuer. So machen wir das. Oh nein, sie haben mich gesehen. Oh mein Gott. Die haben scheinbar einen Dampfer gemacht. Ah, verdammt. So, aber jetzt haben wir es öfters mit diesen Eingeborenen zu tun. Zumindest öfters als vorher. Ganz hinten habe ich gerade wieder jemanden gesehen. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob die noch in der Nähe sind oder auch nicht. Na gut, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich speichere hier und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.